Schön, dass du heute wieder mit dabei bist und ich will dich auch gar nicht groß aufhalten. Es geht gleich los mit ganz leckeren Parmesankartoffeln, die wir heute machen. Dazu mit Kassler und ein Ei überbacken. Und jetzt viel Freude, viel Spaß beim Nachkochen. Heute gibt es leckere Parmesankartoffeln. Und hier habe ich meine Pfanne von der Ninja und das Unterteil tue ich jetzt erstmal mit Butter leicht einfetten, nachdem ich die schon kurz erwärmt hatte. Dann habe ich jetzt hier geriebenen Käse, also Parmesankäse oder anderen kannst du dann nehmen. Und der kommt jetzt hier ins Unterteil von dieser Schüssel rein. Gewürze kommen noch dazu. Da habe ich jetzt Salz, Pfeffer und Kurkuma. Kurkuma nehme ich ganz gerne, das ist sehr gesund. Ja, also kannst du Gewürze nehmen, gerade wie du Lust hast. Ja, hier siehst du jetzt die Kartoffeln, die ich vorgekocht hatte. Also 5 Minuten hatte ich die. Wenn mein Mann möchte, etwas weiche haben, ich hatte jetzt festkochende Kartoffeln und wenn ich jetzt nur in der heißen Fritteuse gemacht hätte, wären die denn doch zu fest noch geblieben und so sind sie dann doch schon etwas vorgekocht. Ja, und die Kartoffeln, die halbiere ich jetzt und so halbiert, wie sie sind, kommen sie jetzt mit der Schnittfläche nach unten in die Schale rein. So, noch die letzte Kartoffel. Dann wollte ich die erst mit dem Fett nebenan einstreichen, dann habe ich ja gemerkt, das ist ein bisschen wenig, was da drin ist. Und dann bin ich auf die Idee gekommen und ich nehme jetzt hier so ein Stückchen von der Butter und streiche gerade mit der Butter nochmal oben drüber. Weil dann kriegen die von auch nochmal hier leichtes Fett von oben drüber. Also siehst du jetzt hier, wie ich das jetzt hier mit der Butter so nochmal einstreiche. Dann werden die auch nicht so trocken. So, jetzt habe ich hier nochmal Gewürz. Das ist Chili-Gewürz, Chili-Salz. Und mit dem würze ich die Kartoffeln jetzt nochmal etwas oben drüber. Ja, und so wie ich jetzt hier dieses Rezept mache oder bei mir ausdenke, so ist auch mein Buch entstanden. Ich leuchte es hier kurz hier mal ein. Das ist das Buch, was ich jetzt geschrieben habe. Und ja, dieses Buch ist inzwischen Bestseller bei Amazon geworden, wo ich richtig stolz drauf bin. Die Beschreibung zum Buch findest du auch unten drunter in der Beschreibung selber, auch wo du es dann bei Amazon bestellen kannst. So, jetzt habe ich hier meinen Kassler. Die Kasslerscheiben, die kommen jetzt hier dazu. Die lege ich jetzt so rein, hatte ich mir das überlegt. Und dann habe ich noch Zwiebeln klein geschnitten. Ich hatte noch so einen Rest, eine Zwiebel. Mehr war es nicht, die ich da hatte. Und die habe ich jetzt gerade mal noch mit dazu gelegt. So hatte ich das jetzt erstmal vor, das zu braten. Habe das Ganze zugemacht. Nachdem ich das zu hatte, bin ich auf die Idee gekommen und habe gedacht, ich könnte ja das etwas weiter rüber schieben und auf der Seite nebenan noch ein paar Eier dazu packen gleich. Und so habe ich dann nachher die Eier noch dazu. Also hatte ich die Kartoffeln selber. Die hatte ich jetzt in der Ninja bei 180 Grad für 10 Minuten frittiert. Und dann kam der Kaster dazu und jetzt nochmal die Eier. Ja, und die Eier selber nochmal ganz kurz ein klein bisschen Chili-Gewürz oben drüber. Das Ganze bei 180 Grad. Für 5 Minuten habe ich das nochmal laufen lassen. Und dann habe ich nachgeschaut, wie es ist. Mal kurz umgedreht, habe geguckt, wie die Eier sind. Das machst du am besten nach Sichtkontakt, wie das bei deinem Grill am besten ist. Super geworden. So, Essen ist fertig und ich kann servieren. Und du kannst jetzt mal schauen, wie ich das jetzt hier aus der Heißluftfritteuse raushole. Also einmal hatte ich den Kassler jetzt schon hier. Das sind jetzt die Kartoffeln, die ich jetzt raushole, die Parmesankartoffeln. Du siehst auch von der Unterseite, dass die richtig schön braun mit dem Parmesan von der Farbe her sind. Ja, und gegessen habe ich sie danach ja dann auch. Das kann ich jetzt schon verraten, weil das Video schneide ich ja jetzt erst danach. Das hat richtig lecker geschmeckt. Ja, so einfach ist das. So einfach kannst du kochen, lass dir einfach was einfallen. Keine Angst, die Heißluftfritteuse beißt nicht und du kannst gar nicht so viel falsch machen. Also nicht nur Pommes machen, da kannst du wahrscheinlich das meiste falsch machen als bei den anderen Gerichten. Probier dir es einfach, mach's einfach und du wirst Spaß dran haben. Ja, so, jetzt ist soweit alles fertig. Jetzt fehlt nur noch mein Ei. So, und da habe ich so eine kleine Schaufelchen, sag ich mal. Und so habe ich das Ei jetzt da aus dieser Ninja, aus dieser Heißluftfritteuse rausgeholt. Du siehst, einfach zu machen und schmeckt richtig lecker. Und so einfach kannst du auch kochen. Trau dich einfach. Und wenn du Fragen hast, schau mal im Buch rein. Da findest du so viele Anregungen, Tipps. Und jetzt viel Spaß beim Nachkochen. Wenn dir meine Videos gefallen, dann abonniere ganz einfach meinen Kanal
und du bekommst immer die neuesten Videos sofort angezeigt. Und hier unten links bekommst du weitere ausführliche Informationen zum Rezept. Und verpasse keine Tipps von